das war jetzt schon wirklich, wirklich asozial laut. Leco mio. Aber wahrscheinlich, ne? Ja, das ist vergangen. Jetzt hast du ja vorhin so einen Soundcheck gemacht, so einen Rev, ne? So, mhm. Wie kann man bei dir machen? Ja, du merkst, je höher die Drehzahl, umso höher ist das, da kommt das Geräusch mehr zum Vorschein als bei mir. Sagst du mir, wenn grün siehst du die andere von mir? Ja. Ach, hier, ja. Mensch, ich blöd, Mann. Ich meine, das ist die Lust da oben. Vergesst nicht, beim guten Sascha auf dem Kanal vorbeizuschauen. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Auch auf Instagram sind wir beide unterwegs. Genau. Ne? Wer da möchte, kann gerne vorbeischauen. Auch hier werde ich in der Infobox verlinken. Ich melde mich mal wieder zurück mit einem wieder mal neuen Video, auch wieder immer noch mit dem M3 vom Sascha unterwegs, der jetzt hinter mir ist. Er fährt übrigens hier, wie ihr auch in den anderen Videos schon gesehen habt. Falls noch nicht, schaut es euch an, schaut auch gerne beim Sascha auf dem Kanal vorbei. Er fährt den gleichen M3 wie ich, nur mit Medium Mod, also sprich Endschalldämpfer, Medium Mod. Ich persönlich habe Medium Mod plus Vorkart Mod, also noch einen Tick lauter. Und ja, bevor ihr euch wundert, wer hier neben mir sitzt, welch liebevolle Person, das ist der kleine London. Und nein, ich habe ihn nicht entführt oder irgendwo auf der Straße aufgesammelt, sondern das ist der kleine Sohn von meiner Cousine. Und der... Und der London ist 9 Jahre alt und eigentlich aus Florida. Ne? Also sprich... gebürtig natürlich auch aus Deutschland durch meine Cousine, aber lebt in Florida. Schon geil dort, oder? Mit Strand und Meer, ne? Das haben wir hier halt leider nicht. Und war schon mal Biker Gang. Und der gute London spricht aber auch perfekt Deutsch in einem super süßen Akzent, muss ich immer sagen. Und Leute, die den Kanal schon länger verfolgen, wir haben es uns erst vorhin angeschaut, ne? Die kennen schon den London, weil wir schon mal ein Video zusammen gemacht haben oder sogar schon 2 Videos. Wann war das? Was habe ich gesagt auf dem Kanal? Vor 3 Jahren oder so? Also schon ziemlich lange her, da war er noch ein bisschen kleiner, da haben wir auch schon Videos zusammen gemacht. Und er hat sich schon gefreut, jetzt halt mal wieder Videos mit euch quasi drehen zu dürfen mit uns, ja? Schau mal, jetzt hat es hier der Sascha, gucken wir mal, was sich denn seine Bran hört. Ja.
Klingt auf jeden Fall mindestens genauso geil. London, weil ich könnte jetzt viel erzählen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, meiner ist lauter, meiner klingt besser, wenn wir später dann angekommen sind. Wir fahren jetzt nämlich auf ein kleines Treffen, was ich organisiert habe mit ein paar Sportwagen Verrückten und werden dann vor Ort schon echt geil, ne? Dann kann man sich mal vorstellen, oder kann ich mir mal vorstellen, wie meiner dann klingen muss, wenn der eben noch ein Ticken lauter ist. Verdammt geil. Und dann machen wir das so, London, dann machen wir einen Soundcheck, okay? Du sagst dann, welchen du besser findest, okay? Den hier? Okay. Das muss er nicht sagen, ja? Ich habe ihn nicht bestochen. Das hat er jetzt dann wirklich aus freiem Willen gesagt. Also der London hat jetzt schon quasi als unabhängiger Gutachter gesagt, dass er meinen besser findet. Und lauter, ne? Ja. Jawohl. Super, dann haben wir das schon erledigt. Aber wir machen dann trotzdem später noch einen Soundcheck, wenn wir angekommen sind. Also sprich von außen mal. Und ich bin selber auch trotzdem gespannt. Ich bin ja auch lange Zeit im Medium-Mod gefahren. Und ja, es ist definitiv um einiges besser und lauter als Serie. Aber war mir dann irgendwann so ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu wenig. Und mit 4K-Mod wirklich meiner Meinung nach die perfekte Konstellation. Nicht zu laut, nicht zu leise, klingt trotzdem noch nach einem schönen M3-Sauger und nicht nach irgendwie, dann was weiß ich, Trompetenkiefer oder so. Und ja, ist auch natürlich eine sehr elegante Lösung, sage ich einfach mal, weil man einfach die bereits vorhandene Abgasanlage modifiziert. Ja. Selbstverliebt, ja, auch nicht ins Auto, aber ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr, sehr geiler Klang. Oder, London? Sag mal, auf
Englisch oder auf Amerikanisch für deine Freunde jetzt, denen du das Video zeigst, wie du das Auto findest? Ich will das nicht sagen. Na jetzt komm, genier dich nicht. Sag ein Wort auf Amerikanisch, welches du von diesem Auto hältst. Sick. Sick, okay, krank, ne? Also krank. Geil. Okay, so this car is definitely sick. Sascha sein M3 natürlich auch. Sieht auch übrigens verdammt geil aus in dem Blau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt muss er mal aufpassen, weil wir jetzt da rüber müssen. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist Interlagos-Blau. Nicht, dass ich jetzt einen Mist erzähle, aber ich glaube schon. Okay, hat er gesehen, passt. Weiß ich jetzt schon den Videotitel. Sick Car. M3 Madness. Was ist eigentlich dein Lieblingsauto, London? Ein Ferrari. Welcher? Weiß ich nicht. Einfach irgendein Ferrari, ne? Wahrscheinlich. Weißt du noch, als wir mal vor 2 oder 3 Jahren auf dem Sportwagen-Treffen waren? Ja. Waren auch coole Autos, oder? Wir waren auf der Sportwagen-Charity in Nürnberg am Hofenberg. Und Lamborghini, was hältst du von Lamborghini? Geil. Auch geil, ne? Ja. Porsche? Geht so. Eher langweilig, ha? Ich bin dann auch mal gespannt, was der Sascha dann dazu sagt, zum Klang von außen, wenn er ihn hört, weil bis jetzt hat er ihn ja nur von innen gehört, als er vorhin mitgefahren ist. Das Video könnt ihr auch auf seinem YouTube-Kanal finden, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja. Da macht gleich einer mit. Das ist, was ist das hier? Mitsubishi oder? Mitsubishi. Ich weiß nicht welcher, ehrlich gesagt. Ist das auch ein Lancer oder so? Lancer? Jetzt gerade ungefähr 50 Polizisten, die könnten uns jetzt alles sofort. Scheiße, kommen wir da hinten überhaupt ins Lang? Die könnten uns jetzt tatsächlich sofort. Scheiße, ist doch gesperrt. Sofort hops nehmen. Ne, wir verhalten uns ja anständig. Also, das ist halt immer das Wichtigste, ne, dass man sagt, man baut keine Scheiße und man verhält sich einfach ordentlich. Ja? Und ich meine, wenn man sich mal überlegt, ja, die Polizei zum Beispiel, die machen halt auch nur ihren Job. Das sind, ganz ehrlich, die haben den beschissensten Job überhaupt. Ja, ich hätte früher auch mal die Möglichkeit gehabt, zur Polizei zu gehen, wollte ich auch machen. Mein großer Bruder ist bei der Polizei schon ewig, ewig lange und Polizist durch und durch. Aber was man sich da an den Kopf werfen lassen muss und vielleicht sogar angespuckt wird und getreten wird. Und ich wäre da nicht dafür gemacht gewesen. Ich wäre da, glaube ich, schon das eine oder andere Mal ausgeflippt. Ja, also es ist einfach... ja, wie soll ich sagen, gibt schönere Jobs. Deswegen jeden Tag Respekt an die Polizei, was die für einen Job machen. Dass sie jetzt natürlich willkürlich Autos rausziehen und versuchen, hops zu nehmen, stillzulegen.
rührt natürlich auch ein bisschen daraus, dass die Tuning-Szene so ein bisschen verrucht ist durch eben gewisse schwarze Schafe, die es immer und überall gibt. Und da wollen wir uns halt ganz klar abgrenzen. Und ich wurde noch nicht einmal angehalten mit dem Auto. Und ihr wisst, es ist nicht gerade leise. Aber ich fahre halt einigermaßen vernünftig. Also nur mal so viel dazu, um die Frage zu klären, weil schon viele gefragt haben, ob ich schon mal oder warum ich nicht schon mal angehalten worden bin. Ja, das ist einfach, man muss halt wissen, wie man sich verhält. Ne, Landon? Immer ordentlich verhalten. Ne, das ist einfach so. Hast du Durst? Nein. Das Wasser habe ich jetzt im Kofferraum, aber... Ja, schauen wir mal, jetzt kommt da gleich ein Tunnel. Ne? Und der Tunnel, der wird jetzt gesprengt, würde ich mal sagen. So. Ansonsten, wie immer, würde ich mich über Kommentare, Feedback freuen. Gerne auch Likes oder Abos, wie ihr möchtet. Auch was ihr sonst noch so für Videoideen habt. Welches Auto ihr jetzt persönlich selber lauter oder besser klingend findet, würde mich schon interessieren. Ja. Also das war jetzt schon wirklich, wirklich asozial laut. Leco mio. Ich hoffe, der Sascha hat seine Kamera auch laufen gehabt. Eieiei, das war schon eine Hausnummer, ne? London, glotzt du schon wieder die Weiber hinterher, die Mädels. Der kleine Aufreißer, Mensch. Also der Kleine hier, der wird mal, ohne Scheiß, der richtige Sunny Boy schlechthin. Ja? Gibt bestimmt einige Mädels, die sich schon in dich verguckt haben, oder? Ja, ja, komm, sei nicht zu bescheiden. Bin ich mir sicher. So, jetzt holen wir noch Saschas Freundin jetzt auf dem Weg schnell ab. Die war jetzt in der Stadt derweil. Die wird jetzt gleich beim Sascha zusteigen und dann ja, geht es auch direkt eben unmittelbar zum Treffpunkt. Laut, ne? Wir haben gerade einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, weil wir den Tunnel gesprengt haben, glaube ich. Ja, nicht schlecht. Das ist ja echt witzig jetzt. So ergibt sich das halt, ne? Da ist man dann plötzlich zu dritt. Ne? Ja, du siehst es ja nicht wahrscheinlich. Ne? Ey Mädel, du, da vorne, da ist noch 5 Meter Platz bis aus. Was ist das denn für ein Kennzeichen? ÖHR. Aus Öhr. Keine Ahnung. Aber also er ist jetzt weitergefahren. Klingt auch nicht schlecht, aber klang eher so nach Serie oder vielleicht hat er einen Softmod gehabt, keine Ahnung. Schade, aber trotzdem cool, wenn man da mal kurz so in der Dreierkolonne fährt. Ihr habt es vielleicht besser gesehen sogar als ich. Nach hinten raus. Schlaft halt ein. So, jetzt sind wir auch schon angekommen am wunderschönen Nürnberger Dutzendeich hier am Reichsparteitagsgelände und jetzt fahren wir quasi in die Zielgeraden Richtung Ziellinie Norrisring. Hier muss ich mal aufpassen, hier ist 30, hier sind viele nicht, ne? die ballern da schon mal hinter, weil sie meinen, ey geil, hier ist der Norrisring, da kann man schon rasen, ne? Kann man nicht, soll man nicht, darf man nicht. Aber wir sind jetzt da. Ja. Das Ganze fährt jetzt los, dann aber... Genau, machen wir es so. Ja, aber war auch cool, dass ihr noch gekommen seid. Ja. Deswegen ist es, boah, du hast auch die ganzen Swirls, ne, von der Waschanlage, oder? Ne, das ist, Vom Lappen, oder was? Glasfaser. Ja, aber trotzdem die ganzen Hologramme. Ach so. Ja. Das hatte ich genauso auch. Den haben wir selber lackiert. Also der. Echt? Okay. Das ist okay. Eine Schönheit. Ja, muss es ja nicht sein. Dafür Rennstrecke kaufen. Von Weitem. Von Weitem. Okay. Und Armin, was sagst du zu den ganzen Autos hier? Wunderbar.
wunderschön. Welchen würdest du nehmen von den dreien? Alle. Alle. Nur einen? Soundtechnisch. Jawohl. Okay, aber... Wegen dem Sound, aber... Nee, aber ich finde auch das Blau echt schön, ne? Nee, das Blau ist echt wunderschön. Super. Und aber Sound. Oder, Sascha, was sagst du? Was bist du zufrieden mit dem? Sound, ist Interlagos Blau, ne? Ja. Habe ich vorhin richtig gesagt im Video. Glück gehabt. Naja, gut, dann machen wir mal den Soundcheck. Klingt aber auch ganz ordentlich. Gehört, meiner hat gewonnen. Was sagt ihr? Eure Meinung ist gefragt, Leute. Gebt mal Feedback in den Kommentaren. ESD Medium Mod, ESD Medium Mod plus 4Cut im Fall bei Aulitzki Tuning. Und was sagst du? Aulitzki Tuning. Wir sind ja beide Aulitzkis, oder? Nee, nicht? Nee. Also Aulitzki auf jeden Fall. Schon, ne? Ja. Okay. Und du? Der Schwarze, ne? Jawohl. Cool, korrekter Mann. Recht hatte. All Black Everything, genau. Okay, ja, also wenn euch das Video gefallen hat, gerne kommentieren, liken, abonnieren. Auch auf jeden Fall beim Sascha vorbeischauen auf dem Kanal. Danke hier auch an den Dani für die Bilder. Gerne. Und ja, ich würde sagen, haut rein und ciao. Ja, ist alles so drauf. So, wenn du es hättest, wäre echt richtig geil, einfach so halten. Sondern du, stell dich mal irgendwie so nicht ganz dahinter, weil sonst... Soll ich irgendwie abwechseln zwischen beiden, oder? Kannst du auch, aber im Prinzip durch, das Weit, durch den Weitwinkel... Das ist, die sind eigentlich krass. Fast beide drauf, so wenn du es hältst. Du kannst aber auch gerne mal so leicht drüber schwimmen. Gewonnen. Was sagt ihr? Eure Meinung ist gefragt, Leute. Gebt mal Feedback in den Kommentaren. ESD Medium Mod, ESD Medium Mod plus 4Cut im Fall bei Aulitzki Tuning. Und was sagst du? Aulitzki Tuning. Wir sind ja beide Aulitzkis, oder? Nee, nicht? Nee. Also Aulitzki auf jeden Fall. Schon, ne? Ja. Okay. Und du? Der Schwarze, ne? Jawohl. Cool, korrekter Mann. Recht hatte. All Black Everything, genau. Okay, ja, also wenn euch das Video gefallen hat, gerne kommentieren, liken, abonnieren. Auch auf jeden Fall beim Sascha vorbeischauen auf dem Kanal. Danke hier auch an den Dani für die Bilder. Gerne. Und ja, ich würde sagen, haut rein und ciao.